China und die USA stehen jetzt schon am Rande des Krieges, sagt der Star-Investor Ray Dalio. Und dass sich das in den nächsten Monaten noch zuspitzt, die Gefahr sei hoch. Und er ist da leider auch nicht der Einzige, der das sagt. Warum sagen die das und wo stehen wir gerade in diesem Konflikt? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Reißerische Videotitel, das leidige Thema. Zum Beispiel letzte Woche hier: Schuldenkrise, das Ende der USA? Fragezeichen. Vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, aber es ging eben darum, wenn es zu diesem Zahlungsausfall kommt in den USA, der ja auch nicht mehr abwegig ist, was ist dann der Automatismus? Bricht dann alles sofort zusammen oder was ist der Plan? Wie würde das ablaufen? Nur darum ging es. Und das ist natürlich schon eine sehr ernste Sache inzwischen, das ist ja unbestritten. Trotzdem haben sich etliche über den Titel hier auch geärgert. Es gab auch Kommentare, so wie der hier. 30 Sekunden, um den Text abzugeben, dann schnell raus mit Daumen nach unten. Immerhin wenigstens mal ein Nörgler, der zugibt, dass er das Video gar nicht gesehen hat. Ich sage das nur, weil es ja heute auch wieder zur Sache geht, sozusagen beim Titel. China und die USA am Rande des Krieges und diesmal sogar ohne Fragezeichen. Dafür mit Ray Dalio ist auch nicht besser. Und darum fangen wir auch erstmal mit was Harmlosen an, mit chinesischen Wirtschaftsdaten. Der offizielle Einkaufsmanager-Index für das produzierende Gewerbe in China, der hat enttäuscht. Er signalisiert jetzt wieder eine Schrumpfung und das liegt am schwachen Export. Man sieht also auch von der Seite, von den chinesischen Exporten, für die globale Konjunktur sieht es nicht besonders gut aus. Gleichzeitig haben wir da aber immer noch einen sehr starken Service-Sektor und wir haben zum Beispiel auch über die Mai-Feiertage jetzt einen Anstieg der Transaktionen bei Bezahldiensten von 70% gehabt und beim Inlandstourismus sogar einen Anstieg von 129%. Also eigentlich wäre der chinesische Binnensektor jetzt einer von ganz wenigen Sektoren, wo wir sagen können, dass man damit den ganzen Dingen, so wie Inflation, Rezession, Zinssorgen und so weiter, jetzt auch ausweichen könnte als Anleger. Und wir sehen das schon zum Teil auch so. Und darum kriegen Sie auch von uns morgen einen neuen Zukunftsmärkte-Report mit Aktien aus dem chinesischen Binnensektor, die von dem Boom, den wir da gerade im Binnensektor haben, nach dem Ende der Covid-Maßnahmen, die davon jetzt profitieren könnten. Die Reports von uns sind gratis. Dieser geht morgen raus, also sichern Sie sich den Report noch rechtzeitig auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Rein fundamental betrachtet, eigentlich zurzeit einer der spannendsten Sektoren weltweit, der chinesische Binnenmarkt. Aber es ist ja bekannt, das Ganze hat auch einen potenziellen Haken und das ist die Weltpolitik. Und jetzt kommt eben jemand wie Ray Dalio ums Eck, ein Milliardär, ein Star-Investor und der sagt, ich komme gerade wieder mal aus China zurück und ich habe mit Analysten gesprochen und mit Politikern und auch mit normalen Leuten und es sieht nicht gut aus. China und die USA stehen schon am Rande des Krieges, sie stehen ganz nah am Rand der Klippe und verprügeln sich aber gegenseitig noch dabei. Die Diplomatie sei gescheitert und die Hauptgefahr ist jetzt, die USA werden das noch zuspitzen, weil in 18 Monaten da Wahlen sind. Ray Dalio haut gern mal dramatische Sachen raus, auf der anderen Seite, er ist aber auch nicht irgendwer. Er investiert in China jetzt seit 40 Jahren. Er betreibt da den größten ausländischen Hedgefonds, einen Hedgefonds, der fast 3 Milliarden Dollar verwaltet und der in den letzten 4 Jahren auch eine durchschnittliche Jahresrendite von 15,6% geliefert hat in einer extrem schwierigen Marktphase. Er ist da jetzt also nicht komplett ahnungslos, was China betrifft. Und er ist auch nicht der Einzige, der sich Sorgen macht. Nehmen Sie jemand wie Gideon Rachman von der Financial Times. Der hat neulich geschrieben,
Es sei erschreckend, wie selbstverständlich man in Washington inzwischen redet über den kommenden Krieg mit China, als wäre das schon eine völlig ausgemachte Sache. Oder nehmen Sie aus der Presse die ganzen amerikanischen Militärs, so wie General Mike Minihan, der Chef vom Air Mobility Command. Der hat in einem internen Memo geschrieben, 2025 spätestens sind die USA mit China im Krieg. Oder den CIA-Chef William Burns, der immer und überall sagt, China wird in den nächsten Jahren Taiwan angreifen, was dann ja wohl auch heißt, Krieg mit den USA. Und man ist ja schon fast dankbar, wenn auch mal jemand wie Mark Milley, der immerhin der amerikanische Generalstabschef ist, wenn der wenigstens mal sagt, ein Krieg ist zumindest nicht unvermeidbar. Und es gibt Konfliktherde, Taiwan allen voran, das habe ich hier schon öfter im Detail behandelt. China, die Volksrepublik China, die beansprucht Taiwan für sich, lässt sich da auch unter gar keinen Umständen von irgendwem reinreden, hat auch immer gesagt, das Ziel ist die Wiedervereinigung, zur Not auch mit Gewalt. Und das Problem haben wir aber auch schon seit 1949 und man muss dazu auch sagen, China hat in diesen 74 Jahren Taiwan noch nie angegriffen. Und hier beschäftigt uns das Thema ja eigentlich auch erst wieder seit dem Angriff von Russland auf die Ukraine. Seitdem ist sich hier plötzlich jeder sicher, als nächstes greift China Taiwan an. Wir haben aber natürlich auch die chinesische Aufrüstung. Wir haben ein immer selbstbewussteres militärisches Auftreten von China in der südchinesischen See zum Beispiel, wo China ja auch Inseln beansprucht, ist für die USA unerträglich. Auf der anderen Seite ist es aber auch für China unerträglich, dass sie diese massive Militärpräsenz von den USA immer noch vor der Haustür haben, mit den ganzen Bündnissen auch, die sich dann ja auch fast ausschließlich gegen China richten. Also die USA fühlen sich herausgefordert, China fühlt sich eingekreist. Aber was für China natürlich wirklich hart ist, das ist natürlich diese inzwischen offen feindselige Handelspolitik der USA und die Sanktionen, Stichwort Halbleiterkrieg. China kriegt keine modernen Halbleiter mehr und auch keine Halbleitertechnik, mit dem man die herstellen kann. Und die USA üben auch Druck auf die anderen Länder aus, mit Erfolg auf Deutschland, auf die Niederlande, auf Südkorea, dass die die Belieferung von China da auch stoppen. Und die USA beteuern immer wieder, man will damit ja nicht China schaden. Nein, nein, man ist da an einer gesunden wirtschaftlichen Zusammenarbeit interessiert nach wie vor. Es geht da nur um das chinesische Militär. Aber das Ganze schadet China natürlich gewaltig und das sieht man in China natürlich auch so und man kann es ja auch gar nicht anders sehen. Gleichzeitig hat man natürlich hier furchtbar Angst davor, dass China da irgendwann auch mal zurückschlägt, weil in vielen Bereichen ist der Westen ja auch von China abhängig. Also Solaranlagen, Batteriekomponenten, seltene Erden und so weiter. Die Angst wird hier auch geschürt und China hat sich da bis jetzt immer zurückgehalten eigentlich, hat eigentlich auch immer seine Kooperationsbereitschaft betont. Aber auch von China wird der Ton jetzt langsam rauer. Xi Jinping wirft dem Westen eine kalte Kriegsmentalität vor, die, wie er sagt, auch mal gefährliche Folgen haben kann. Und eine Konsequenz ist eben auch, dass sich China jetzt an Russland rangeschmissen hat und dass es jetzt außerdem auch eine aktivere Außenpolitik betreibt. Das war früher ja nicht unbedingt so. Also zum Beispiel bei seiner Vermittlung in dem Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien. Was meint Ray Dalio damit, wenn er sagt, es wird jetzt gefährlich, weil in den USA bald wieder Wahlkampf ist? Die USA sind ja politisch ziemlich gespalten im Moment. Aber in einem Punkt, da sind sich beide Parteien komplett einig. Man muss jetzt gnadenlos hart vorgehen gegen China. Und die beiden Regierungen, die fährt schon einen harten Anti-China-Kurs, aber sie hat kreischende Republikaner im Nacken, wenn man so will. Die sagen, das ist alles noch viel zu weich.
Und beim Wähler, da kommt die Anti-China-Politik auch sehr gut an. Und spätestens seit dem Spionageballon sind sie sowieso alle hysterisch da. Es war von China auch eine Idiotie hoch 10, so einen Ballon, den jeder sehen kann, da rüber zu schicken. Und die USA, die haben dann aber auch gleich alles abgeschossen, was sie nicht zuordnen konnten. Und in der Presse, in der amerikanischen, da hat man dann auch den Eindruck gehabt, China hätte gerade Pearl Harbor angegriffen. Und das eigentlich in Zeiten, in denen ja beide Seiten sich über zig Spionagesatelliten sowieso schon ausspionieren, was ja auch jeder weiß. Aber wie auch immer, der US-Kongress hat jetzt einen neuen überparteilichen Ausschuss zum strategischen Wettbewerb zwischen den USA und der Kommunistischen Partei Chinas, so heißt er. Der ist von beiden Seiten ausschließlich mit Hardlinern besetzt worden. Und der Vorsitzende Mike Gallagher von den Republikanern, der hat gleich am Anfang gesagt, diejenigen, die eine zurückhaltendere China-Politik fordern, das sind kommunistische Trottel. Also wohlgemerkt jetzt nicht nur die, die jetzt China ganz, ganz toll finden, sondern auch die, die nur fragen, ob diese aggressive China-Politik denn so sinnvoll ist. Und der Demokrat Raja Krishnamurti, der hat dann aber auch gleich Schaubilder gezeigt seinen Kollegen, wie viele Jobs die Amerikaner angeblich schon verloren hätten wegen China seit 1973. Da sind sie auch plötzlich wieder die Wirtschaftsinteressen auch. Mit denen ist das Ganze ja auch losgegangen. Mit den Strafzöllen unter Donald Trump. Und diese ganze China-Hysterie, die haben wir natürlich inzwischen bei uns auch. Ich nehme jetzt nur mal stellvertretend Professor Alexander Görlach. Der ist bei Focus der angebliche China-Versteher und der veranstaltet da gerade in einer Tour auch eine Propagandaschlacht. Also zum Beispiel, warum fördert China seinen Automarkt? Weil Xi Jinping natürlich autark werden will für den Fall eines Kriegs mit Taiwan und weil die chinesischen Autobauer aber gleichzeitig Marktanteile gewinnen wollen in Europa. Ganz klar, das muss die Strategie sein. Erst Taiwan angreifen und dann in Europa Autos verkaufen. Oder hier die Xi-Xivilisation, dem der Rest der Welt angeblich ja dienen soll jetzt. Und es ist tatsächlich so, Xi Jinping, der hat ein Gesellschaftsmodell formuliert, auch als Gegenentwurf zu den Demokratien, das ist schon so, aber es ist natürlich immer noch ein Unterschied, ob man sowas propagiert jetzt für sein eigenes Land oder ob man wirklich versucht, den Rest der Welt damit zu unterwerfen. Überhaupt Chinas Griff nach der Weltherrschaft. Man sieht es ja inzwischen überall und wie schon gesagt, es wird ja auch gar nicht mehr hinterfragt, ob China im Ansatz sowas wie Weltherrschaft überhaupt anstrebt. Das ist hier schon völlig offensichtlich. Wo man hinschaut, China will die Welt erobern, während wir über Gender diskutieren, wie Friedrich Merz hier schreibt in The European. Oder Sascha Lobo, der uns mitteilt, China greift nicht nur mit Hafenbeteiligungen nach der Weltherrschaft und gemeint ist damit diese Beteiligung von 25% ohne Sperrminorität an einem von vier Terminals vom Hamburger Hafen. Ganz klar die Vorstufe zur Weltherrschaft. Aber es greift natürlich auch zur Weltherrschaft oder nach der Weltherrschaft mit TikTok. Chinas Weltherrschaftsanspruch, alle sind komplett besessen davon, aber wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Aber wahrscheinlich bin ich eben auch schon ein kommunistischer Trottel. Natürlich ist es alles nicht leicht. Wir haben ein Land, in dem viel passiert, das uns nicht gefallen kann. Und das auf der anderen Seite auch sehr mächtig ist inzwischen, das auch unser wichtigster Handelspartner ist mittlerweile. Und wenn Teile von der Regierung jetzt sagen, naja, die Wirtschaft, die müsste einfach mal von China wegdiversifizieren. Hier BMW, schaut euch doch mal die tolle Weltkarte an. Lauter schöne Länder, da könntet ihr doch auch überall Autos verkaufen. Tja, das tun wir aber schon. Ach so, naja. Also so einfach ist das Ganze nicht. Aber was Taiwan jetzt betrifft, hat Xi Jinping das wirklich vor, dass er da sein Lebenswerk demnächst krönt mit einem gefährlichen, schmutzigen militärischen Abenteuer?
Wir wissen es natürlich nicht. Und vielleicht ist es ja auch so, dass ihn die relativ harte amerikanische Haltung davon auch abhält jetzt. Aber in dem Sinne, uns hat China die letzten Jahrzehnte nie irgendwas getan oder dem Westen überhaupt nicht. Es wirbt um Zusammenarbeit. Wir gehen trotzdem jetzt auf Konfrontationskurs. Und auch die Konfrontation an sich, die kann eben auch schädlich und gefährlich werden. Ich sehe jetzt die weltpolitische Lage nicht so schwarz wie zum Beispiel Ray Dalio oder wie viele andere auch. Ich gehe nicht von einer unmittelbaren Kriegsgefahr aus, aber ich halte es schon auch für wahrscheinlich, dass sich das amerikanisch-chinesische Verhältnis weiter verschlechtert und dass wir in ein paar Jahren möglicherweise wirklich sagen müssen, ja, wir sind mit China wieder in so einer Art Kalten Krieg. Was jetzt für chinesische Aktien wahrscheinlich auch nicht besonders gut wäre. Es kann natürlich sein, dass sich der Markt dann irgendwann mal auch dran gewöhnt, dass das dann eben die neue Normalität ist. Das ist ja jetzt zum Teil auch schon so. Also mal spielt die Politik da eine ganz große Rolle am chinesischen Aktienmarkt, dann spielt sie wieder überhaupt keine Rolle und man vergisst sie wieder. Unterm Strich macht das Ganze aber chinesische Aktien natürlich schon zu eher spekulativen Aktien. Ich habe auch vollstes Verständnis dafür, wenn Anleger schreiben, ich habe alle meine China-Aktien verkauft, weil China könnte ja Taiwan angreifen demnächst. Ist völlig nachvollziehbar, aber vergessen Sie nicht, dass Sie dann alle anderen Ihre Aktien auch verkaufen. Weil wenn das passiert, das wäre natürlich wirklich eine totale Katastrophe. Und ich glaube nicht, dass es dann irgendeine Börse gibt auf der Welt, die dann nicht einbrechen würde. Und auch unabhängig mal von den Börsen, die größte Herausforderung für die Menschheit die nächsten Jahre ist meiner Meinung nach, dass eine schwere Konfrontation zwischen China und den USA irgendwie verhindert werden müsste. Und wenn Sie jetzt sagen, stimmt nicht, die größte Herausforderung ist der Klimawandel, dann kann ich nur sagen, okay, aber ohne eine enge Zusammenarbeit mit China, da kann man auch seine Klimaziele vergessen, schlicht und ergreifend. Das ist einfach so. Aber was jetzt nochmal Ray Dalio betrifft, also wenn er so dick drin ist im China-Geschäft, warum macht er dann solche Prognosen, wo dann doch jeder sagt, naja gut, dann investiere ich mit dir lieber mal nicht in China. Ist er vielleicht 100% short in China-Aktien? Das glaube ich weniger. Ich denke schon, dass ihm das ernst ist, dass er damit die Leute auch irgendwie zur Vernunft bringen will oder zur Mäßigung zumindest. Und für sein China-Geschäft, da ist es natürlich auch viel besser, wenn es keinen großen Konflikt gibt, ist völlig klar. Aber wenn Ray Dalio vor dem nächsten Weltkrieg warnen kann und trotzdem immer noch China-Investments anbietet, dann kann ich auch hier die Werbetrommel rühren für unseren nächsten Zukunftsmärkte-Report, der ja außerdem auch noch gratis ist. Diesmal, wie gesagt, Aktien, die von der chinesischen Binnennachfrage profitieren und abgesehen mal vom kommenden Weltuntergang zurzeit ein sehr interessanter Sektor. Morgen geht der Report raus. Tragen Sie sich jetzt noch ein dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.